Und damit ein herzliches Willkommen zu Portal 2, einem neuen Projekt und das nicht alleine, sondern mit Tai. Ja, ich bin auch dabei und das Spiel mag uns jetzt schon unwahrscheinlich. Mhm, absolut. Ein Tutorial gab es hier leider nicht in dem Spiel, das ist ein bisschen schade, wir kennen uns jetzt überhaupt nicht aus, also... Ja, angeblich sollte es eins geben und aber das gab es hier scheinbar nicht, aber... Wir sind ja Profis. Wir können das einfach so, ohne dass es ein Tutorial gab. Natürlich. Deswegen sind unsere Schritte auch nicht bei Null und so da oben. Nee. Ja, genau. Wir sind fast noch gar nicht vorwärts gegangen. wie funktioniert Portal? Vielleicht mal ganz kurz. Man kann Portale schießen auf diese weißen Flächen. Und zwar einmal ein oranges. Und das kann man dann halt immer wieder woanders hinschießen. Und zum anderen auch ein blaues, wenn man mal treffen würde. Ja, bei dir ist es rot. Oder rot. Rot und orange bei mir, bei dir blau. Und lila. Und lila, genau. Und dann kann man halt von einer Position in die andere. Genau. Und so muss man halt bestimmte Rätsel erfüllen. Und man kann Sachen aufheben, Sachen aktivieren und so weiter. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, hier... Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Ja, anders komme ich halt nicht rüber. Wir müssen uns hier irgendwie durchschlagen. Das wird schon. Viel Wissen haben wir tatsächlich nicht. Auch wenn wir vielleicht, was das Intro angeht, ein bisschen gelogen haben. Aber wir kriegen das schon hin. Das wird schon. Das Schlimme ist, in dem Spiel, wir müssen wirklich Teamarbeit leisten. Ach, das ist furchtbar. Ja, alleine bin ich schon schlecht. Und dann zu zweit auch noch. Oi. Ja, doppelt und dreifach schlecht. Das haben wir gemerkt im Tutorial. Ja, genau. Ich werde Tai wahrscheinlich total runterziehen. Aber egal. Solange du die einfachen Dinge erkennst und nicht die komplizierten, dann ist das schon mal alles in Ordnung. Genau, es gab da so einige Sachen, wie zum Beispiel, dass man einfach einen Würfel durchs Fenster reichen musste und ich dachte, man müsste das über einen Jump'n'Run irgendwie regeln und sehr kompliziert gedacht. Diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Ja, Menschen müssen Teamarbeit lernen. Wir können das auf Anhieb. Ja, genau, weil wir keine Menschen sind. Nein, wir sind Roboter. Wenn man sich hier raufstellt, dann passiert manches. Zu zweit müssen wir nicht rauf. Was ist denn jetzt passiert? Das Ding da ist offen, oder? Ja, die Tür ist offen. Guck mal, da sind so Punkte auf dem Boden. Punkte? Wenn du denen folgst, ja... Stellst du dich wieder rauf, dann kann ich hier reingehen. Ja, warte mal kurz. Und dann ist das... Ah, okay. Gut. Ich hab's, glaube ich, kapiert. Okay. Ich bin hier drinne. Ja. Für Partnerperspektive Tab drücken. Okay. Dann kommt so ein kleines Bildschirm noch mit dabei. Das ist cool gemacht. Du kannst jetzt hier, glaube ich, mit rein. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich sehe mich selber. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Wenn man hier den Partner unten rechts... sehen kann. Fast wie so eine Facecam, bloß ohne Face. wie kommen wir jetzt hier durch? Portale? Lässt du mich nochmal durch? Nochmal raus? Ja. Für den Fall der Fälle. Weil das öffnet sich ja nur auf die Weise. Okay. Ah, okay, ist offen. Ich sehe es. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Yay! Und meine? Du bekommst keine. Ich gehe dann schon mal weiter. Tschüss. Teamarbeit. Wie? Ich glaube, mit dem Portal-Dingens war gar nicht mal so verkehrt, nur dass es bei mir nichts bringt, wo ich das Portal gesetzt habe. Ich müsste eigentlich da, wo du stehst, die weiße Wand, weißt du? Ah, okay. Dann mach dort eins... Aber? Nee. Du kannst doch auch eins innen machen und eins bei dir dort. Das müsste mir doch auch helfen. Ich könnte hier drinnen eins und hier, meinst du? Ja, aber nicht meins über Dingsen, okay? Ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt könnte es klappen. Nein. Ah, du hast doch das Portal. Kannst du auch durch das Portal gehen. Ach ja, ist das der richtige Raum? Nein. Oh, ist das verwirrend. Okay, wir haben es geschafft. Du bekommst jetzt. Du bekommst keine Punkte. Weil ich dir geholfen habe. Jep, da siehst du mal. Du musst nicht handeln wie ein Mensch, sondern wie eine Maschine. Und nun? Müssen wir beide hier hin? Ah. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein.
Klar, ja. Das werde ich sein. Genau, weil du die Punkte gekriegt hast. Ja, weil ich der Arsch bin. Okay. Was bedeutet das eigentlich hier immer, dass wir neu zusammengebaut werden? Sehen wir dann anders aus? Nein, oder? Nein, das ist eigentlich nur Transportvariante, denke ich mal. Ah, okay, ja, das kann natürlich sein. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant, für Gewinner jedenfalls. Ich kann hier was aktivieren. Und ich... Da ist eine weiße Wand für ein Portal. Ich hab schon wieder Punkte erhalten. Bist doof. Nö, ich spiel nicht mehr mit dir. Ich teile nicht mehr meine Überlegungen. Los, drück den Knopf. Nein, du musst den Knopf drücken. Was? Ist der wieder deaktiviert? Nö, ja. drück du doch den Knopf. Ich will die Punkte. Okay. Kann ich aber nicht. Für Partnerperspektive Tab drücken. Guck ich dir mal zu. Ah, okay. Warte mal. Das Tor. So. Hallo. Ich bin hinter dir. Du bist hinter mir? Da! Okay. Ah, super. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ah, jetzt hier erstmal reinzukommen ist schon die eine Sache. Okay, jetzt sind wir wieder. Achso, das öffnet hier. Sich automatisch. Gibt es hier eigentlich auch Gegner? Kann man hier sterben? Also sterben ja. Wir wissen doch, sterben können wir nicht, wir werden nur neu montiert. Ja, stimmt, genau, das wurde auch gesagt im Intro. Hier ist auch so ein Knopf, wahrscheinlich müssen wir beide gleichzeitig drücken. Ich weiß nicht, bei mir ist ein X, bei dir ist ein Kreis. X und das, Kreis. Und da ist ein Mond. Wir müssen alles aktivieren. Und oben ist so ein Zeitdingens da. Warte, da. Okay. Genau, so konnte man noch dem anderen was zeigen. Guck mal, da bist du. Oh nein, da bin ich gar nicht mehr. Doch, ein paar Meter weiter. Entdeckt. Okay, dann aktivieren. Und wo ist das andere? Wo ist das andere? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich dort oben irgendwo. Ja, hier oben ist einer und auf der anderen Seite genauso. Auf der anderen Seite auch noch? Oh, ja. Okay. Dann, oder warte mal, ich schieße ein bisschen weiter hier hin. Dann erst hier unten und dann schnell nach oben. Und dann wieder runterfallen lassen und zur Tür. Genau, und das eine müssen wir aber auch noch aktivieren, oder? Da, wo man rauffällt. Ja, ich habe aber keine Ahnung. Ja, aber vielleicht zeigt sich das, wenn wir die Schalter alle betätigt haben. Oder spring einfach, wenn du alles aktiviert hast, also den hier gedrückt hast, den da oben gedrückt hast, und dann musst du ja runterspringen, dann spring einfach da auf diese Plattform noch mit drauf. Ich versuche mein Bestes. Okay, 3, 2, 1, Lauf! Lauf, lauf. Warum gibt's hier keine Sprint-Taste? Keine Ahnung, vielleicht gibt's die ja sogar. Okay, ich hab gedrückt. Oh Gott, was ist das? Oh, der muss da rein. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Das ist einer von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja, wer wohl? Ich? Ich war ja nicht umsonst als Erster hier. Du kassierst die Punkte ein. Hast du schon mal Punkte bekommen? Nein. Cool. Ich führe. Darum geht's doch hier, oder? Den anderen zu übertrumpfen. Wie auch immer man das macht. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Ich weiß für wen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Okay. What the? Die ganzen Rätsel, ne? Das ist nichts für mich. Ah ja, hinten ist ein Strahl. Ich glaube, der tut weh. Was ist das? Muss hier irgendwas rauf? Ja, wir haben auch das da. Und irgendwie... Tu mal das da... Achso, okay. Tu, okay. Mach, was du willst. Meinst du nicht, dass das so funktioniert? Komm. Ich weiß nicht. Nee, scheinbar nicht. Sonst würde das so ein bisschen... Aber hier ist auch noch was. Also mit... Auftreten? Ich bin ernsthaft ein wenig verwirrt. Was sind das für Dinger? Ich hab keine Ahnung. Und wozu ist dieser Block da? Also jetzt steht er relativ gerade drauf. Ich weiß nicht, ob das so muss. Irgendwie nicht, glaube ich.
Hey, jetzt kann ich hier rein und komme auf der anderen Seite wieder raus, glaube ich. Irgendwie so. Das sieht voll lustig aus. ich schieße sie mal irgendwo hin, wo sie weniger verwirren. Keine Ahnung, ob sie da weniger verwirren, aber ist ja egal. Ah! Also es ist... Ah, das strahlt. Ja, ja, ich sehe das. Du kannst damit... Weg. Ah, durch die Portale bestimmt durch. Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie... Jetzt kommt er hier hinten schon mal raus. Bestimmt auf die Dinger rauf. Ja, das Problem ist, ich sehe das halt nicht richtig. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Immer noch weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter. Jetzt war es gerade. Ach so. Aber dann passiert irgendwie wieder was anderes. Nochmal. Ach so, nee, ich, jetzt. Okay, nochmal ein bisschen runter. Ich muss mal ein bisschen nach vorne, glaube ich. Noch weiter runter. Jetzt ist es aktiviert. Ah, und da musst du noch ein Portal durchmachen. Ja, aber ich habe keinen. Okay, dann mache ich kurz nach oben. Ja, oder Wieso? Moment, ich kann du auch, glaube ich, zwei. Nehmen, ne? Du hast doch zwei Stück. Ja, aber ich muss doch zwei Portale da durchmachen. Damit es auf der anderen Seite wieder ach rauskommt. Ach so, ja, stimmt. Dann. Ach, ja, ja. Ich sag gar nichts mehr. Okay. Hallo! Ich stehe hier. Hallo, das tut mir weh. Ich soll das Portal machen. Ich mache extra hoch, damit du nicht getroffen wirst. Ja, du findest das lustig. Sie hat gesagt, es wird für einen tödlich. Bedeutet, wenn du stirbst, wird es für mich nicht mehr tödlich. Ja, ist offen so. Ich gehe jetzt. Ah, okay, man hätte den einfach nur fallen lassen müssen. Ja, ich habe ich auch gemerkt. Oh. Ich komme angehoppelt. Ich krieg als noch keine Punkte. Was soll der Scheiß? Da ist ein Knopf, den will ich als erstes drücken. Du hast keine Punkte bekommen. Ich stelle mich hier auf und bekomme Punkte. Ne, scheinbar nicht. Aber du hast das da gemacht? Oh, was zur? Ich hab dich getötet, glaube ich. Ja, hast du. Danke dafür. Das war sehr lieb von dir. Ich wusste nicht, dass... Ich bin so Granateile. Bist du da? Geh da nicht wieder rauf. Nee, nicht mehr, wenn du auf dem Ding stehst. Ganz bestimmt nicht mehr. Die schießen auf einen. Sind dafür diese Plattform vielleicht da? Ich weiß es nicht. Bezweifle ich, weil sobald ich hierher komme, schießen die auf einen. Wow. Aua. Es tut mir leid. Das ist voll brutal. Aber woran merkst du, dass du Schmerzen bekommst? Ich habe noch nie Schmerzen bekommen. Tut das weh? Oh ja, okay. Ich weiß, woran man es merkt. Okay, das Problem also ist halt... Durch. Das Problem ist... Was denn? Warte mal. Warte mal, was macht der Knopf nochmal? Drück mal den Knopf. So kriege ich das Ding aktiviert da hinten. Ach, das geht durch. Ja. Aha, das wusste ich gar nicht. Okay, das wäre aktiviert. Dann hier rauf. Warte, bring dich in Sicherheit. Nicht, dass du gleich wieder stirbst. Ja, aber... Warte mal. Oh, der Block ist zerstört worden. Warum? Ich habe auf den Knopf gedrückt. Wollte gucken, was passiert. Ja, scheinbar wird der Block dadurch zerstört. Ui, pass auf, wo du hinschießt. Aha, wohin denn? Hörst du auf jetzt, hör auf. Benimm dich. Ganz ich kann ruhig. Mich nicht benehmen. Wir können das in Frieden klären. Mhm. Oder wenn ich den Block in der Hand habe, dann können wir es auch klären. Ich weiß nicht, denn wie sehen die dich vielleicht an? Nee, die greifen mich doch auch an, oder? Weil irgendwie, ich sehe nämlich, dort ist ja auch noch... auf der Seite, was aktiviert werden muss. Ich weiß nur nicht, wie das aktiviert werden soll. Wo genau denn? Moment, ich muss erstmal... Ich muss erstmal sehen, wo was aktiviert werden muss. Sah gut aus. War ich einmal zu nah? Das wird komplett schon ersetzt, ja. Ah, okay. Das müssen wir irgendwie gucken, wie wir das machen. Ah, hier oben wird was aktiviert. Genau, und wir müssen das irgendwie dafür sorgen, dass beides... aktiviert wird. Warte mal. Mach mal deinen... Ich weiß schon. Okay.
Oh Gott, ich wäre fast hier durchgelaufen. Ja, genau so in etwa. Ja, und jetzt musst du nur noch dein gelbes Portal oben hin machen. Oder dein orangenes. Sagt sich schon mal leichter als getan. Das so. War's. Ja, jetzt müssen wir bloß noch... Dort hinten ist der Ausgang. Ich weiß nur nicht, wie wir dorthin kommen. Moment. Ich muss erstmal die Lage hier analysieren. Wozu ist eigentlich das hier gut? Ach. Ach, da ist jetzt eine Treppe. Da ist eine Treppe? Ja, da ist eine Treppe. Das ist komplex. Da lang. Ich weiß auch nicht, wofür das hier unten gut ist. Da raus, dann da wieder rein und da lang. Keine Ahnung. Ich versteh's auch nicht. Und was hier passt, kommt ja auch nicht drauf. Ach, sobald du das hoch machst, ja? Gehen die drauf zu, glaube ich. Mach mal runter, geh mal runter. Und dann schießen die, glaube ich, drauf. Nö. Haben sie aber eben gemacht. Und danach haben sie auf mich geschossen. Guck doch. Vendetta! Nein, 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 nicht sterben! Nein! Und wieder von vorne! Ja, aber irgendwie muss das doch gehen. Das kann doch nicht sein hier. Jetzt ist die Treppe auch wieder weg. Das ist merkwürdig. Ja, weil meine Portale automatisch weggehen, sobald ich sterbe. Ja, genau. Ha, mysteriös. Dann schieß mal deine Portale wieder dahin, wo sie hin müssen. Okay, ja, du kannst verwandt. Da nicht durch. Das hast du gut erkannt. Ich weiß auch nicht, was das... Ich bin wie so ein Tier, das erstmal gegen Glas laufen muss, fliegen muss, damit es merkt. Warte, lauf mal hin, mal gucken, ob sie dich anvisieren. Wenn das so aktiv... Ja, die machen es trotzdem. Au, 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 au. Okay. Das ist so hoch für mich. Ich weiß auch nicht genau, wie das gehen soll. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man die irgendwie mit diesem Laser hier töten soll. Ja, aber dafür sind ja, das ist ja nicht geeignet dann. Also hier die ganzen Portale, die da sind. Ja, genau. Aber was ist mit dem Knopf? Bringt der uns irgendwas? Der macht nur den Würfel kaputt und lässt einen neuen kommen. Aber warum? Falls der andere zu weit weg ist? Also falls der andere da hinten bei den Viechern gelandet ist, wo du ihn nicht mehr holen kannst? Vielleicht? Warte mal, ich mach mal nochmal. Ja, okay, das macht wirklich nur das. Ja. Das ist doof. Das heißt, den Knopf brauchen wir schon mal nicht. So, jetzt können wir die Sache von vorhin klären. Komm mal her. Hallo? Du hast mich schon öfters getötet hier, also. Sicher? Hast du Beweise? Oh Mist, wir nehmen auf, ne? Mit. Ja. Okay, ist vielleicht Beweis genug. Ja, und jetzt? Was? Gute Frage, nächste Frage. Was genau ist dieses Ding? Das. Ich weiß es auch nicht. Stell dich mal drauf. Was sagen die denn hier immer? Die sagen immer irgendwas mit Suche. Ja, weil sie dich anvisieren quasi. Das siehst du ja an deren Dings. Ja. Und wenn du das jetzt mal hochlässt wieder? Dann haben sie das Tier verloren, weil sie dich nicht sehen. Und schießen blöd herum. Okay, dann habe ich eine Idee. Aber die wird wahrscheinlich nicht klappen. Geh mal wieder rauf. Die wird vor allem nur für einen von uns klappen. Ja, aber da kann man vielleicht wieder ein Portal machen oder nein. So. Es sind keine weißen Wände dort. Na, egal, ich versuch's einfach mal. Wenn es für einen klappt, muss es auch irgendwie für den anderen klappen. Okay. Bei 3 gehst du wieder runter. Okay. 3, 4, 6, 3. Was war das? Okay. Okay, es funktioniert so nicht. So, ich habe jetzt absichtlich in dein Verderben rennen lassen bei der Zählweise. Hallo. Was? Ich war irritiert, du hast zweimal die 3 gesagt. Ja, aber du musst beim ersten Mal. Ich habe gesagt bei 3 und da bist du nicht runtergegangen. Toll. Nein. Super. Jetzt können wir wieder von vorne starten. Und wessen Schuld ist das? Natürlich deine. Wenn ich das hier alleine spielen würde, hätte ich das Spiel schon längst durch. Bezweifle ich. Du ziehst mich voll runter. Du würdest immer noch im Hub irritiert herumlaufen. Ja, na und? Los, komm. Okay. Jetzt aber bei 3. 1, 2, 3. Das wird niemals klappen. Du kannst auch über den Strahl springen, ne? Wo bin ich? Ah, okay. Ich verstehe es nicht. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier an der Stelle einen Schnitt.
Ja, das ist vielleicht ganz gut. Überlegen wir noch ein bisschen. Vielleicht können wir euch ja die richtige Lösung im nächsten Part präsentieren. Ja, das wäre super. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ab sofort, das haben wir noch gar nicht erwähnt hier explizit, gibt es dienstags, ne? Immer genau. bei Tai einen Part. Um welche Uhrzeit? Um 16 Uhr. Okay, und um 16 Uhr am Donnerstag gibt es dann einen Part bei mir. Also immer abwechselnd, also auf beiden Kanälen, dienstags und donnerstags vorbeischauen und dann verpasst ihr nichts. Ansonsten gibt es auch immer eine Playlist unten in der Videobeschreibung. Und da sind wir darauf bedacht, das immer aktuell zu halten. Dann könnt ihr da reingucken und bleibt aktuell, seht alle Videos. Und Links, Anmerkungen oder wie auch immer wir das noch machen, werden bestimmt auch noch dabei sein. Genau. So, dass ihr auch wirklich keinen Part verpasst. Gut. Jupp. Okay. Das war's dann von uns und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wie funktioniert das jetzt?